Bleibst du jetzt, Colt? Hast du etwa Blei in den Füßen? Nein, hör auf! Zwing mich bitte nicht, das zu tun! Nun ist es zu spät für dich, um aufzuhören! Er hat mich angegriffen! Na los, zerstören wir ihn! Warte, mächtiger Galvatron, er ist kein Verräter! Seine Funktion ist nur gestört! Geh raus aus mir! Lass mich sofort in Ruhe! Das hast du dir so gedacht, ich denke mich daran! Scorch, lass sofort deine Waffe fallen! Er will nicht vernünftig mit sich reden lassen! Zerstört ihn! Er ist völlig verrückt geworden! Galvatron, das bin ich doch gar nicht! Ich meine, das bin ich nicht selbst! Redest du dir allen Ernstes ein, dass er dir das glaubt? Na los, vorwärts! Eröffne das Feuer! Nein! Nein, ich schieße! Wahnsinn hat ihn da bloß befallen! Gib mir sofort meine Waffe zurück! Nein! Besorg dir gefälligst selber eine! Scorch ist nur ein vom Wahnsinn befallener Krieger! Steht auf und kämpft gegen ihn, ihr Feiglinge! Er ist ein gemeiner Verräter! Wir dürfen ihn nicht vertrauen! Wo bringst du mich hin? Ich bringe dich zu Unicron. Ich will endlich meinen alten Körper wieder haben und er ist der Einzige, der imstande ist, ihn mir zurückzugeben. Deine Beschädigung ist sehr schwer, Galvatron. Wie lauten deine Befehle? Ich kümmere dich nicht um meine Schäden. Ich will Scorch. Predacons, verfolgt den Verräter und bringt ihn zurück nach Char. Galvatron, die Sweeps und ich sollten diejenigen sein, die ihn zurückholen. Ganz wie du willst, Cyclonus. Aber wage es nicht zu versagen, denn sonst werde ich die Predacons hinter dir herjagen. Halt ab, hier können wir nicht mehr weiter, ohne dass die Autobots unsere Anwesenheit bemerken. Es ist ganz offensichtlich, dass Scorch beschlossen hat, die Seiten zu wechseln. Warum sollte er das tun? Er ist unser Anführer. Ich bin trotzdem dafür, dass ihr ihn einschmelzt. Er hat Galvatron angegriffen und fliegt nach Cybertron, um sich den Autobots anzuschließen. Wir müssen Galvatron sofort berichterstatten. So, und jetzt werden wir den einzigen Kopf reaktivieren, der mir das zurückgeben kann, was Galvatron mir genommen hat. Ich weigere mich, dir dabei zu helfen. Ja, gut zu, Scorch. Wenn du mir noch mehr Ärger machen willst, wirst du nie mehr Ruhe von mir haben. Ich werde für immer in deinem Körper bleiben. Und jetzt an die Arbeit. Damit sollte es funktionieren. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn reaktiviert. Ja, hier spricht Unicron. Er hat mich wieder erweckt. Unicron, erlaube mir, dass ich mich dir vorstelle. Ich bin Starscream. Was willst du von Unicron? Ich will meinen alten Körper zurückhaben. Also lass uns einen Handel abschließen. Unicron ist in der Lage, deinen Wunsch zu erfüllen. Aber das werde ich erst tun, nachdem du 3 Aufträge für mich ausgeführt hast. Nur 3 Aufträge? Nenne sie mir. Hey, sag mal, wo willst du hin? Du kannst nicht wieder zurück nach Char. Ja, du hast recht. Ich kann nirgendwo mehr hin. Deinetwegen glaubt Galvatron, ich hätte versucht, ihn umzubringen. Nun beruhige dich erstmal wieder. Ruhe, ich verlange Ruhe. Zuerst wirst du mir die Augen von Metroplex bringen, damit ich endlich wieder sehen kann. Bringen wir die Inspektion hinter uns. Es scheint alles in bester Ordnung zu sein. Du hast allen Grund, stolz zu sein, Blaster. Ihr leistet die allerbeste Arbeit, soweit ich das beurteilen kann. Danke, Kopf. Wir alle nehmen unseren Dienst hier sehr ernst. Hey, Blaster, mit dieser ernsten Musik wirst du wahrscheinlich jeden abschrecken, der ursprünglich vorhatte, hier hereinzukommen. Kopf, pass auf! Kopf, die Explosion hat das
das Sicherheitssystem von Metroplex lahmgelegt. Es wird angezeigt, dass jeder Eingang in die Stadt weit offen steht. Und wir können sie nicht mehr schließen. Sind Eindringlinge entdeckt worden? Es funktioniert nichts mehr. Wir können nicht mal den Sicherheitsalarm auslösen. Bumblebee, du und Spike bewacht Metroplex Gehirngewölbe. Powerglide, du und Warpath geht raus und sucht die Aerialbots. Baut einen Verteidigungsring auf. Blaster, wir beide bleiben in der Kommandozentrale. Schon besser. Jedes Mal, wenn ich ohne Körper bin, wird mir kalt. Und hier haben wir, weshalb wir gekommen sind. Hier sind die Augen von Metroplex. Hast du die Photonenladung? Ja, lass uns die Arbeit ausführen und ganz schnell von hier verschwinden. Hey, das ist ganz wie in alten Zeiten, Bumblebee. Genau so ist es, Spike. Hey, sieh mal, die Tür zum Hirngewölbe steht offen. Geschickter Vollidiot! Lass uns das andere Auge holen und versuch wenigstens das Licht heilen zu lassen! Vielleicht hätten wir uns doch lieber anschleichen sollen. Komm, wir müssen schnell die anderen warnen. Wenn wir bloß in der Lage wären, eine Verbindung herzustellen. Sicherheitsalarm! Decepticons sind in mein Gehirngewölbe eingedrungen. Los, vorwärts! Der Decepticon-Eindringling hat gerade meine Augen entfernt. Er ist aufgewacht. Ach, die Sprintladung scharf. Und jetzt nichts wie raus hier. Schnell, wir haben Alarmstufe 1. Ich kann keinen Feind entdecken. Und seit wann zählt Scorch nicht zu unseren Feinden? Okay, ich war wohl zu voreilig. Aerial Bots, transformiert euch. Aerial Bots, wartet doch auf mich. Ach, was soll's. Metroplex muss sich sofort transformieren! Ah! Ah! Vorsicht! Metroplex fängt an durchzudrehen! Verdammt nochmal, wo sind meine Augen? Das ist nicht zu glauben, er hat mich abgeschlossen! Powerglide, warte, ich helfe dir! Also heute ist einfach nicht mein Tag. Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Das Innere vom Metroplex-Kopf ist explodiert. Beeilt euch, die anderen waren im Gewölbe, als er gestürzt ist. Hoffentlich sind sie nicht beschädigt. Wir haben alles versucht, um dieses Ding zu reparieren. Versuchen wir es zu starten. Los! Ich hoffe, es funktioniert. Na also! Und jetzt werden wir Rodimus Prime von dem Vorfall berichten. Sag mir, was wir hier machen! Nur durch deine Schuld ist eins von Metroplex Augen zerstört worden. Aber ich nehme an, dass eins von Trypticons Augen seinen Zweck genauso gut erfüllen wird. Also werden wir dieses Auge einstweilen hier sicher verstecken. Während wir uns ein zweites beschaffen. Wir sind zwei der besten Kämpfer der Decepticons. Und das ist Galvatrons Dank dafür. Wir schieben tief auf diesen blöden Planeten. Ja, wir sollten den Anführer der... Coach, dann sofort stehen. Auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Aber nicht doch, meine lieben Kameraden. Das war ein Missverständnis. Ich war für Galvatron in geheimer Mission unterwegs. Ja, aber natürlich doch. Zeig uns sofort einen Sicherheitspass. Einen Sicherheitspass? 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 Glücklicherweise habe ich es nicht nötig, euch irgendwelche stinkenden Pässe zu zeigen. Sag der Welt auf Wiedersehen, Runabout. Runabout, nein, was machst du da? Ich wünsche angenehme Träume. Scorch, hier, ganz schnell. Ich hasse diese dämliche Rumrennerei. Da
hat das für einen Sinn, dass wir Astuzellen dabei haben? Mit ihm werden wir die beiden Augen zum Unicron bringen. Er verfügt nämlich über mehr Laderaum als du. Mit voller Leistung voraus! Schnell! Zuerst lasst ihr beide zu, dass Scorch und Starscream eines von Trypticons Augen stehlen. Und dann lasst ihr beide zu, dass sie Astrotrain als Fluchtfahrzeug benutzen. Es hat sich also herausgestellt, dass Scorch Starscream freiwillig hilft. Und ihr wart nicht mal in der Lage, die beiden aufzuhalten. Und dazu kann ich nur eines sagen. Jetzt, da wir unser Ziel erreicht haben und Astrotrain nicht mehr brauchen, werde ich es den Autobots überlassen, ihn zu beseitigen. Warum sollten Starscreams Geist und Scorch die Augen von Metroplex stehlen und ihn dann in die Luft sprengen? Keine Ahnung, ganz Cybertron ist in voller Alarmbereitschaft. Wir sind auf der Schnipste gefasst. Hey, gebt sofort durch den Alarm, da kommt was. Und so wie es aussieht, haben die Decepticons eine Menge damit zu tun. Ich meine, wer würde es sonst haben, hier einfach so reinzuplatzen? Und wisst ihr, ich bin wirklich... Das Glühwarn-Display auf den Hauptbildschirm. Entschuldige die Unterbrechung, Blur. Das unbekannte Flugobjekt nähert sich schnell. Wir müssen etwas unternehmen. Gib es mir rüber auf den Hauptbildschirm. Astrotrain. Und wer weiß, wie viele Decepticons er an Bord hat. Protectobots, die Laserabwehrkanonen bemannen. Bereitet euch vor, ihn vom Himmel zu holen. Achtung, da kommt er. Kanone laden. Kanone ist geladen. Hier ist deine Reise zu Ende, Astrotrain. Hier steige ich aus. Eine glückliche Landung. Ziel aufnehmen. Und Feuer! Hey, Moment mal, was mache ich denn hier auf Cybertron? Ich bin sehr zufrieden mit diesen neuen Augen. Sie funktionieren gleich, auch wenn sie unterschiedliche Schaltkreise haben. Es gab ein kleines Missgeschick mit einem von ihnen, aber... Sei doch ruhig, Scorch. Und was ist unsere zweite Aufgabe, Unicron? Eure zweite Aufgabe ist es, mir die als Trypticon bekannte Stadt der Decepticons auszuliefern. Aber wir kommen hier doch gerade erst her! Also weißt du, für einen ruhigen, kräftigen Typ wie du es bist, fängst du wirklich an, zu viel zu reden? Es wird uns ein Vergnügen sein, dir Trypticon auszuliefern! Warum hast du auf Galvatrons Befehl hin Cybertron allein angegriffen? Bist du so gehorsam oder einfach nur dumm? Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Und er hat beide Augen von Metroplex mitgenommen. Aber warum? Während ich hier gesessen habe und im Mondaufgang bewundert habe und mir nach dem voller Vergrößerung sehe, noch viel besser aus, da habe ich so ganz nebenbei bemerkt, dass... Metroplex hat seine Augen wieder. Ja, richtig, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Jetzt bekommt alles seinen Sinn. Scorch und Starscream haben die Augen für Unicron gestohlen. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache. Aber warum denn? Es ist niemand hier außer uns Autobots. Das ist es ja gerade. Wir wissen doch, dass Scorch und Starscream die Augen hier gebracht haben. Und jemand hat diese Schaltkreise reaktiviert. Aber wo sind sie? Achtung, da kommt Scorch! Spionageauftrag, ha? Schnell, kommt rein! Scorch hat uns voll im Visier! Um alles Weitere muss ich jetzt Unicron kümmern. Solange Scorch da draußen ist, können wir nicht sehr viel tun. Er kann ja nicht ewig da draußen bleiben. Ich bin wieder erwacht. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Die Autobots sind zurückgeschlagen. Dabei hatte ich Zweifel an dir. Aber sie werden wiederkommen. Es wäre viel zu gefährlich für mich, hier zu bleiben. Du wirst so lange hier bleiben, bis du deine Aufträge erfüllt hast.
Denn was ich dir gegeben habe, kann ich dir auch genauso gut wieder nehmen. Haltet aus, Jungs! Skylix ist gekommen, um euch zu retten! Wir müssen so schnell wie möglich Verstärkung holen. Ihr habt versagt! Aber Galvatron, ihr habt nicht die leiseste Chance! Starscreams Geist hatte vor meinem Körper Besitz ergriffen! Ruhe, ihr Feiglinge! Ihr seid nahe daran, verschrottet zu werden! Ich gebe euch noch eine letzte Chance, die beiden Verräter aufzuspüren und sie endgültig zu vernichten! Ich will endlich wissen, was gespielt wird! Und ich will sofort wissen! Transformieren! Ich, Galvatron, dein Anführer, befehle dir sofort aufzuhören! Nur keine Sorge! Ich will ihn mir nur für eine Weile ausleihen! Also, wie gesagt, seid ganz und besorgt! Starscream! Du bist schon seit langer Zeit nur noch ein toter Mechanismus! Ja, natürlich bin ich tot, Galvatron! Aber nicht mehr lange! Und sei dir sicher, dass es dir dann auch sehr leid tun wird! Oh nein, es tut mir jetzt schon leid! Decepticons, transformiert ein! Der Kopf von Unitron hat die Decepticons direkt in unsere Mitte gelockt. Und Trypticon wurde gesichtet, wie eine Abteilung von ihnen gegen Cybertron führt. Also schön, Unitron, hier ist er! Hier ist Trypticon! Und was ist nun der dritte Auftrag? Du hast deinen zweiten Auftrag noch nicht vollendet. Was? Entferne Trypticons Wandlerkomponente und dann baue sie in meinen Kopf ein. Ach, dass du reinkommst! Ich halte sie auf! Die Decepticons greifen tatsächlich Trypticon an. Ja, und er verteidigt sich. Decepticon, rück zu! Das hat ja wirklich mal Spaß gemacht. Das ist mit dem dritten Auftrag. Lass ihn uns endlich erledigen. Ihr müsst meinen Kopf an den Planeten Cybertron anschießen. Dann endlich habe ich einen neuen Körper. Dann endlich werde ich wieder vollständig sein. Und dann werde ich wieder in der Lage sein, alles, was sich mir in den Weg stellt, zu verschlingen. Wird erledigt! Je eher ich meinen eigenen Körper bekomme, desto besser. Hey, davon war keine Rede! Ich verschwinde! Lass ihn ruhig gehen. Es liegt allein an dir, den dritten Auftrag auszuführen. Galvatron, nicht schießen! Wir müssen Unitron aufhalten! Er will Cybertron als seinen neuen Körper haben! Selbst wenn ich wollte, könnte ich dich nicht abschießen! Trypticon hat alle unsere Waffen unbrauchbar gemacht! Seht doch mal, was wir da draußen gefunden haben! Du hast ja wirklich Mut, hierher zu kommen! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Unitron will Cybertron als seinen neuen Körper haben! Das ist es also, worum es hier geht. Wir können sie nicht jetzt bekämpfen, aber wir können sie von Cybertron heraus angreifen, wenn sie die Verbindung herstellen. Also los! So, da wären wir. Jetzt müssen wir einen Weg finden, Starscream an der Ausführung seines Auftrages zu hindern. Aber Unitron ist zu stark. Wir können nichts dagegen unternehmen. Ach nein? Dann pass mal auf! Meine Wiederauferstehung steht bevor. Und nun stellt die äußere Verbindung her. Ich kann ihn einfach nicht mehr länger kontrollieren! Fantastisch! Wir haben's geschafft! Siehst du Starscream? Kein Körper für Unitron! Unitron! Wenn ich für dich die Verbindung herstellen soll, dann gib mir lieber jetzt sofort einen neuen Körper! Du sollst deinen Körper haben. Erfülle deinen letzten Auftrag. Wir werden den Sprengstoff hier platzieren und ganz schnell verschwinden. Vollende jetzt die Verbindung. Vollende deine Verbindung doch selbst? Ja! Hey! Was ist denn da passiert? Oh, mächtiger Galvatron, was?
ist das? Das ist Starscream! Schießt ihn in Stücke! Aber er ist doch ein Geist! Stimmt, du Elender! Halt, Moment mal! Seit wann treiben Geister denn unkontrolliert im Weltall herum? Angesichts der Tatsache, dass ihr uns geholfen habt, werde ich euch beide freilassen. Machen wir, dass wir hier wegkommen, bevor er seine Meinung ändert! Magnus, ich gratuliere dir, das war hervorragend. Und auch ihr beide macht mich sehr stolz. Da wäre nur noch eine Sache zu erledigen. Was für eine Sache, Rodimus? Also, ich brauche Freiwillige für eine Bergungsexpedition zu Unicron. Es geht darum, Metroplex Augen zurückzuholen. War nur ein Scherz. Die Explosion hat sie wahrscheinlich irreparabel beschädigt. Wir werden neue bauen. The Transformers will return after these messages.